Was haben wir da? Schönes oder auch nicht schönes? Ja, das ist Müll. Aber leider schaut es mir her, darum soll man immer Handschuhe ziehen. Schaut euch das mal an. Stupsel, Glas. Da, wenn du reingelangst, da schneidest du den Finger so auf. Da ist sicher gleich vorbei. Also, allbei Handschuhe. Immer Handschuhe ziehen. Muss passen. So, jetzt. Also wenn das so weitergeht, dann überlebe ich den Suchtag nicht. Schon wieder so ein Scheißnagel. Bist du dumm? Alter, voran. Und auch wieder ganz. Der Oberwahnsinn. Das müssen wir mal. Ich mach's doch einmal. Dann hätten wir es noch ausgraben können. Ja, man kann nicht jetzt Signal live graben. Das hilft nicht. Oh, ich hab so eine Adrenalinschübe gerade, das kann ich euch gar nicht verzeihen. Da auf dem Feld lag jetzt ab. Oh, schau. Das ist dann auch aus demselben Baujahr, oder wie? Das ist aus demselben Baujahr, ja. Wahrscheinlich, also zum Vermuten, aber ich denke wirklich, dass es wahrscheinlich eine Siedlung ist. Ja, das Feld hat auf jeden Fall Potenzial, da jetzt einfach mal so behaupten. Das hat wirklich Potenzial, ja. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich ruhig da. Also so münztechnisch und sowas kommt eigentlich fast gar nichts raus. Vor allem bei wenig Müll, gell? Nein, an der Straße liegt brutal viel Alu-Müll. Ich habe halt extra so Mülltüten mitgenommen, dass man das dann mal sieht, was wir dann insgesamt an Müll gefunden haben, durchsichtige. Aber, also das ist da, ja, wie gesagt, das kann man eigentlich nicht beschreiben. Also, das kann man vielleicht als Sondengänger nachvollziehen. Das ist einfach ein Gefühl, das ist unbeschreiblich gerade. Das ist der Oberwahnsinn. Ja, ja. Sehen, die Suchtage vergisst man nicht im Leben. Das ist brutal. Genau deswegen macht man das Hobby. Aber was ganz wichtig ist, was ich noch dazu sagen möchte, es ist nicht immer so, dass man da rausgeht und man findet immer was an die Leute, die sich vielleicht jetzt das Hobby irgendwie nicht dazugekommen sind, sondern die sich jetzt die Videos anschauen und denken, hey, das ist voll cool. Da ist ein Haufen Arbeit mit verbunden, das ist ja. Genehmigungen zu haben. Kannst du ja mal so einen Zeitplan machen, das ja, war sicher mal interessant. Ja, wie viel Zeit, dass kann ich mal machen, sehen. So eine Aufstellung und dann... Nein, jetzt einfach so mal grob, weil ich finde das interessant ist und was in mir da Arbeit einstecken. Ja, das ist ja, also es geht los mit Genehmigungssuche, da der Stefan und ich zum Beispiel, wir haben ja gestern, sind wir losgefahren, haben wir gesagt, wir suchen jetzt mal wieder was. Die Gegend, wo wir sind, haben wir gewusst, da ist im weiteren Umfeld bronzezeitlich was unterwegs. Aber dass jetzt das da so der Jackpot da ist, haben wir zum Beispiel auch nicht geglaubt. Aber dann, du fährst halt rum, sprichst die Leute an. Man kriegt sicherlich auch mal Opfer, weil Bauern sagen, sie mengen das nicht. Man muss den Abstand zu den Bodendenkmälern einhalten. Das ist halt alles so eine Sache, die wirklich wichtig ist. Und da steckt man total viel Zeit rein. Und dann hat man Nieten dabei, da findet man teilweise gar nichts. Du läufst das Feld runter und sagst, das gibt's nicht. Da ist auf alte Karten sind Wege durch eingezeichnet. Und du findest einfach nichts mehr. Entweder ist es schon abgesucht worden oder nicht. Und dann hast du halt manchmal so Glück und dann hast du halt jeden Tag dabei. Vor allem für Zeit, gell? Wir fangen mal. Wann haben wir angefangen? Um 9, gell? Ja. Und wird wahrscheinlich so um 5 wieder enden. Ja, du fährst ja. Wir fahren ja praktisch, du fährst 100 Kilometer. Wir fahren alle 60, 70 Kilometer. Das ist im Unterschied. Also, das ist ein wahnsinniger Aufwand dahinter. Aber das entlohnt alles. Ja, auf jeden das Fall. Das macht einfach nur glücklich. Na dann, auf zum so, nächsten. So, das weitergeht. Ja, Wahnsinn, ey. Ich komm gar nicht mehr raus. Ey. Was haben wir für Signal gehabt? 47. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg, wahrscheinlich wegen dieser Bühne oder so. Jetzt ist es nicht mehr da. Das Signal ist weg. Schauen wir mal mit dem Bini rein. Ja, nichts mehr. Wo ist denn hingefallen? Nicht mehr aufspürbar. Nein. Wie oftmals ist es so, dass dann runter, dass es noch runterrutscht. Und dann steht das Blatt drin. Dann kriegt das nicht mehr. Ja, mein neuer Spaten, gell? Hast du einen neuen gehört? Den habe ich gewonnen in der Tombola. Hier, freilich. Und wie nennt man das? Wunderschöne Modell von Spaten. Das ist ein dicker Spaten, der NX6. Und? Glücklich damit? Der ist ein bisschen schwer, aber der geht rein wie Butter im Boden. Der pullert richtig rein, alle Butter. Das Gute ist das, weil ich habe den Weitspaten gehabt, der ist auch super, super Spaten. Den habe ich jetzt am Maxi gegeben.
weil der hat zuerst einen billigen gehabt, das kannst du vergessen. Und mit einem guten Spaten, da tut man sich halt viel, viel leichter. Hast du den auch, Ludwig? Ich hab den gelassen, ja. Für massive Typen, die brauchen nicht einen massiven Spaten. Das ist ja eh brutal, oder? Jetzt schauen wir mal das Fitzerl an. Bitte ruhig halten. Und was ist das? Ein Fitzerl, ein Blechfitzerl. Und das hat er da reingeschmissen. Genau, also wie gesagt, mit der größten Spur, mit der X35er, ich laufe jetzt mit 25,4 Hertz. Sens auf 92. Die große Spule, die haut alles raus, was du weißt. Also das ist brutal. Super Teil. Na dann, bis zum nächsten. Schauen wir mal, ob wir noch was finden. Was anderes, weil ich. Oh mein Gott, schau dir das an. Ja, ist das geil. Ich will das erfetzen. Ja, geil. Oh mein Gott! Tja, das ist ne Müll. Müll. Was haben wir denn? Und das weiß ich noch nicht. Wie jetzt? Ich bin nicht so schnell. Gib mir mal mein Hitte, mein Junge. Wer bist denn du überhaupt? Ich, 21. Auf 21 Jahre kannst du nicht so Wampen zufressen. Ja, das haut ja hin. Sieht man bei dir, gell? Jetzt gehen wir. Sagt Laura. Muss es wieder aufpassen. Ist gut, dass Musik hört. Na? Hast du mich beleidigt? Na. Na. Der Stefan. Hey, ist das? Das wärst du nie erfahren. Ich find das drum nicht. Er wird das bald mal was bei dir. Ja, warte mal. Gut Ding will Weile haben. Jetzt ist heraus. Oh. Oh, Stefan, geh mal her. Ich hab's noch nicht heraus. Sag mal her. Wo schaut es denn aus? Oh, oh. Geh mal her. Ich mag es gar nicht auseinanderbringen, weil er noch ist nur Scheiße und dann ärgert er mich dumm und derbig. Meinst du, was das ist, was ich meine? Was meinst denn du? Übel. Nein. Wie können wir gehen mal her? Dann machen wir eine kleine Ratestunde. Was haben wir? Ich bin so gelangt. Nein. Schnell. Der Heli hat auch was gefunden. Was meinst denn du? Ein richtig dicker Draht. Oder Fibel? Nein, Fibel ist nicht. Ehrungsdraht, 4 also Quadrat. Ich tippe mal. 6 Quadrat, 6 Quadrat Ehrungsdraht. Oder ein Gürtelschnallen. Das war ein Hammerwinz. No, ein Körper. Eine Schnalle. Ein Schnallen. Alter, wie hat das gesagt? War das der Pütmann, oder? Hey. Ey, die Klaus sagt auch, mit wem gehst du zum Suhr? Mit dem Pütmann? Nein, mit dem Wickerl. Ja, freust du darüber? Ja, besser wie nichts. Das ist schön. Aber schwenken Sie das mal. Das ist doch schön. Ich hab mich irgendwie schon so auf ein Fiebel gefreut gehabt. Das ist so geil ausgeschnitten. Ja, man kann nicht alles sehen. Was hast du für einen schönen Leitwert? Ein 96er. Das ist Müll. Oder auch was anderes, ne? Oder auch was anderes. Aber ich tippe auf was anderes. 94, 95, 97. Das ist nämlich schön Bronze-Signal, weißt du? So richtig dickes Bronze. Warte mal, ich hol ihn kurz hier den Dreck raus. Wie er sich dreckig macht. Ja, der macht sich immer dreckig und vor allem bückt er sich vor mir. Genau, Bückstück. Vom König. Hüppala. Entschuldigung, dass wir die Hand auskommen. Wie steht er drauf? Das ist ein 89er, jetzt schauen wir halt mal rein ins Loch. Bisschen Kaut in den Unterhosen. Ein Kaut in den Unterhosen. Jetzt warte mal, lass mal den Bagger rein. Der Udo mit dem Bagger.
Das ist meine Aufgabe. Irgendwie ist es doch ganz schön hart für meinen Bagger. Den Bagger mal gescheit. Ja, dann brauchst du gescheite Zehen. Pass auf, nicht, dass er Flaschen da ist und du schneidest da rein. Oh! Tu mir da einmal kurz rein. Grabungsmesser, wo ist das? Der Georg. Hab ich vergessen. Nein, im Auto ist. Was, mit was hast du denn da oben angewinkt? Oh, schau dir das an. Ein richtig super schöner Ochsenschuh. Der ist echt da gerade beieinander. Und vor allem der hat den Haken drauf. Das heißt, die sind auch da. Weißt du das? Jetzt pass auf, jetzt habt ihr zwei eigentlich gefunden. Jetzt können wir, mit zum. Wir filmen schon seit 4 Minuten. Ist mein Lausch jetzt müde? Ich wäre gerne der Mensch. Sie haben mir Wickel geschickt. Ja, ist jetzt schnell gegangen. Mann, oh. Oh Mann, oh. Was? Fibel? Ja. Das ist doch keine Fibel nicht. Geil ist ja nicht. Das ist ja 18er Schlüssel. Nein, nein, das ist so ein. Die Brust war jetzt noch ziehen. Das sechste. Sagst du einmal? Ja, zeig mal an. Ach, schau. Ah. Das ist schon jetzt ein bisschen eingerost. Geil. Ja, schön. Kannst du woanders stellen? Nein, jetzt, du gehst jetzt weg von mir. Das ist der G-Punkt-Starter. Stellen Sie mal den Fokus ein, junger Mann. Schau dir mal die coole geschlagene Münze an. Bringst du es rein? Du musst es sagen. Jetzt. Das haben 4 Pfennig. Habe ich so auch noch nie gefunden. Zeig mal, dass es noch geschlagen ist. Na cool. Mega die coole Münzen ist das. Vor allem richtig guter Haltungszustand. Oben sieht man den Rand praktisch davor. Also mega cooler Fund. Vielleicht findet man noch ein bisschen mehr darüber raus, wie alt das ist. Geben wir euch mal Bescheid. Ludwig, was haben Sie denn für ein Signal? 45 Leitwert, ziemlich konstant. Scheiße, schau her, da liegt's. Die nächste Pfeilspitzen. Was? Die nächste Pfeilspitzen. Hey, die nächste Pfeilspitzen! Jawohl. Geil. Ist der auch nicht mit dran? Der ist abgebrochen. Geil! Alter, wie krass ist das? Das ist so krank da, hey! Oh! Endlich! Der Bann ist gebrochen! Jetzt kann man wieder wetten, aber wetten tue ich nicht mehr. 41er ist bei mir. Also verliebe, ey. Wett mal! Ich krieg das Seile von uns. Jetzt soll ich Backerlkekse. Und wenn ich recht habe, dass der Pfeilspitzen ist, dann sollt ihr alle Backerlkekse mit, dann wäre ich fett. Du bist doch sicher gerne, dass du Wampert bist. Ich bin echt so ein Wampert, oder? Ja, was soll ich nicht sagen? Ja, bei dir ist das schon sexy. Gescheiter Hammer braucht einen gescheiten Kessel. Was ist das? Das ist gescheit gerastet worden. Jetzt ist Knacken dabei. Jetzt ist Knacken. So, da kennst du da die paar Euro Unterschied. Und? Ja, mit Alufolie haben wir einen Sägen. Keine Ahnung, was das ist. Ich würde sagen, jetzt gibt es einen Kekse. Ja, die zwei Backer. Da ist mehr Alu drin, schau. Wo kommt das her? Die Dosen vom Bonn rausgewachsen. Das ist aber auch. Ludwig, was gibt's denn Schönes? Oh, was Dunkelgrünes. Das macht natürlich Freude, gell? Mhm, schöne Diplom. Müll. Jetzt Ludwig! Müll, 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 Müll! Müll, Müll, Müll! Nächstes Mal ein bisschen was erklären, wo wir jetzt sind. Auf einen 500 Meter weiter. Aber da. Bis jetzt hat. Ah, stopp! Was vergessen hier? Leck mir am Klappball. Ich habe einen mega geilen Heiligenanhänger gefunden. Ja. Der ist wirklich mega. Der ist doch geil, oder? Ja. Der scheppert ordentlich. Und der Georg hat ein Kreuzer gefunden. Neben ihm. Da wo du geflattert bist mit der Drohne.
Da hat er einen Kreuzer gefunden. Ist aufgerissen. Ja, der Hemmeltau, ja. Der Georg hat Bist du ein bisschen neidisch? Ja, die sind so. Ja die Neide. Ich vermute aber, dass ich extrem viel Kupferanteil dabei ist, also weil es grün ist, ob es nicht eventuell gefälscht ist. Aber sehen wir es, wenn es sauber ist. Ja, Anja-Büller-Münzen, die kann ja bloß echt. Weißt du schon, was du ausgrabst? Nein, aber konstant 50 war es. Nein, Münzen. Nein, Münzen ist es. Ja. Oh, da war was. Ich sehe es auch nicht, Brei nicht. Ich sehe sie mitbrennen nicht einmal. Ja, ja. 50er, oder? Nein. Nein. 5er. Aber wo fahren sie? Schau mal du. Blinder Hund. Ich sehe sie nicht einmal mitbrennen, weil die so trickert ist. Und? Was ist? Ein 5er. Deutsches Reich. Mit Adler. 5 Reichspfennig. Das geht doch dir jetzt schon mal gar nichts so. Dreh dich einfach um und geh in die andere Richtung. Jetzt geh ich aber gleich vorbei, gell? Ja, nimm's. Ja, Pfeilspitzen, Haarnadeln, das ist voll im Programm. Pfeilspitzen. Alles, was man sich wünscht. Der Georg hat das Silber gefunden. Was man auch zweimal, sagen, zweimal Silber. Am Maxi ist ein Silbermünzen, klaut ja eine alte Show. Ja. Die ist der Oberwahnsinn. 6 cool. Kreuzer oder Scheidemünze. Finde ich Scheidemünze, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und ja, da bleibt nichts mehr fett zu sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hm? Und bleibt stabil. Gut gefunden alle. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt geil. Abonnieren und die Glocke aktivieren und liken. Daumen hoch. Ja. Yeah.